Wir haben uns hier zu unserem all-dreimonatlichen Besäufnis zusammengefunden. Was Werner damit sagen will, ist, das hier ist eine weitere Folge Wine and Paper, dem Format, in dem wir mit Werner Fuchs Wein trinken, beziehungsweise Werner Fuchs trinkt Wein, stellt ihn vor und redet über irgendetwas, was mit Papier zu tun hat. Und ich bin da, um zu helfen, dass die Flasche auch leer wird. Und weil ich dieser Aufgabe nicht ausreichend nachkomme, habe ich mir Unterstützung auch noch mitgebracht. Beziehungsweise der Fabian, der gar nicht so weit weg von hier wohnt, genau, und ein Patron ist und überhaupt ein netter und hilfreicher Mensch, ist vorbeigekommen und hilft uns, den Wein zu trinken. Alles irgendwie so, ja. Und über Dinge mit Papier zu reden. Wenn ich davon Ahnung habe, ja. Ich höre aber auch gerne nur zu und trinke. Das wird deine anspruchsvolle Aufgabe sein, auf jeden Fall. Definitiv. Werner, was haben wir denn heute Besonderes hier auf deinem Tisch vorbereitet? Ja, wir haben jetzt Mitte September und Mitte August sind die Orkis und ich nach Kalifornien aufgebrochen zum Science Fiction Worldcon nach San Jose. Und danach hatten wir noch eine knappe Woche Zeit. Und die haben wir einem Besuch von San Francisco gewidmet, um dort ein bisschen auf den Spuren der popkulturellen Szene zu sein. Also Musik, Autoren, Literatur, Künstler, Posterartists. Und gekrönt wurde das Ganze von einem Ausflug nach Napa Valley zu der Winery Continuum. Ich halte mal das Etikett in die Kamera. Und das ist der Sohn eines sehr, sehr bekannten amerikanischen Weinmachers, nämlich Tim Mondavi, der Sohn von Robert Mondavi, der in Napa ganz viel angestoßen hat und eigentlich als der Pate von Napa Valley angesehen werden kann. We have a blog, a video blog, a blog called Wine and Paper. Wine and Paper. Yeah, and what about film? Yeah. That's the technology that can makes it come alive. But yes, we're talking about, yes, yes. About wines and about books. Right, and right. May comics I say? And whatever is printed on paper and is interesting to film. Yeah. Well, very good. Es gibt heute Leute, die sind vom Ausstoß her 10-mal so groß, Gallo beispielsweise, aber das ist jetzt nicht der Wein, den wir uns hier als kulinarischen Genuss vorstellen können. Das sind also meistens Weine, die von Gallo, die in großen Stahltanks ausgebaut werden und dann für 5 Euro oder drunter auf den Markt kommen. Dieser von Continuum auf den Markt gebrachte Wein ist sehr viel teurer, ist im dreistelligen Bereich. Und als wir das Weingut besucht haben und sehen durften, was es da so alles gibt, ist uns auch irgendwie klar geworden, warum der Wein so teuer ist. Die Leute haben ihren Weinberg von Steinen befreit und da waren Brocken dazwischen, die haben hier europäischen Findlingen geglichen, 20 Tonnen schwere Steinmonster und viele kleine dazwischen. Also wenn man das so ansieht, dann könnte man mit Ludwig Uhland verfälscht sagen, viel Steine gab es und wenig Trauben. Sie haben uns verschiedene Teile gezeigt, wie sie diesen Weinberg teilweise dann auch Stück für Stück modernisiert haben, also ein Bereich, wo die Steine noch drinnen liegt und wo man genau sehen konnte, welche Weinstöcke auf tieferem Boden standen und welche nicht. Und wie sie dann das Bewässerungskonzept anpassen müssen und dann die Teile, die sie mit modernster Technik, mit Laser quasi vermessen haben und in den Boden hineingeschaut haben, ob da Steine sind oder nicht und dann alles umgearbeitet haben und die ganze Anlage hochmodern mit, dass sie ihr Regenwasser sammelt, um selber oben dann den Wein herzustellen und nicht sozusagen in Kalifornien, das extrem wasserarm ist, auch noch daraus rauszieht und haben eine sehr interessante Tour bekommen. Also das war schon überwältigend, ja, möchte ich vorsichtig sagen. Hat alles einen sehr nachhaltigen Eindruck gemacht und auch die Herangehensweise. Ich habe beispielsweise gefragt, ob die Politik von Trump nicht sehr abträglich wäre bei der Weinernte, worauf uns der Manager des Guts, der uns führte, gesagt hat, bei uns sind alle Leute fest angestellt.
Wir erachten das für wichtig, dass wir keine Leih- oder Saisonarbeiter einstellen hier, weil die Leute, die fest angestellt sind, sich mit der Materie ganz anders identifizieren. Und das ist wichtig für unseren Wein. Und Mairi hat dann auch im Beisein des Chefs Tim Mondavi einen sehr schönen Satz vom Stapel gelassen. Den er wahrscheinlich öfters hört, weil das mehr oder weniger das ist, worauf es hinausläuft, dass der Wein das Feeling des Landes ist, das trinkbar gemacht wird. Weil es ein unglaublich schöner Fleckenland ist, das muss man schon sagen. Mit einem Ausblick runter auf die Bucht und voller Kräutern, ja. Und extrem, die Luft duftet da regelrecht und der Boden hat eine ganz besondere Farbe. Und das finde ich, kann man aus dem Wein auch ein bisschen herauslesen. Mit Sicherheit, ja. Das war ja schön, als wir anhielten und er hat Kräuter gepflückt vom Boden und die zerrieben und uns riechen lassen. Und was war das alles noch? Es war unter anderem Salbei, wilder Salbei, der da wuchs, und Bayleaf. Jetzt Thymian. Keine, war Thymian? Aber war, Kräuter, ja. Und es war schon so, es roch wieder einer sehr guten italienischen Küche, das in stimmt. jeder Hinsicht. Und man hat auch gesehen, wie wenig sie nur produzieren pro Jahr, wie klein der Ertrag quasi ist. Und dementsprechend kostet dann eine Flasche auch ein bisschen was. Ja, so. Und Continuum ist eine Anspielung. Also ich als SF-Fan habe natürlich bei Continuum eigentlich was anderes im Kopf. Ich denke an das Raum-Zeit-Continuum oder solche Sachen. Aber bei Mondavis ist Continuum die Fortsetzung von Kontinuieren. Und das ursprüngliche Weingut ist Tuckerlon, berühmt in Oakville. Und das ist nach dem Tod von Robert Mondavi vor 10, 15 Jahren verkauft worden für sage und schreibe 1,4 Milliarden Dollar an so ein Konsortium, die mehr und mehr die Kultweingüter unter ihre Fuchtel bekommen. Und das hat mich dann doch schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Ich wusste solche Sachen nicht, aber mein Bruder arbeitet bei der Wirtschaftswoche Handelsblatt. Und der merkt sich so Sachen sehr, sehr gut, immer wenn es um teure Verkäufe geht oder wer gerade was erworben und erstanden hat. Und wir haben da 100 Parker-Punkte Wein verkostet, nämlich die 2015er-Version von Continuum. Hier trinken wir den 2011er-Jahrgang. Und ich war dann ein bisschen beschämt, weil ich nur eine Flasche gekauft habe, weil wir nicht so viel mitnehmen können ins Flugzeug und wir natürlich alle möglichen anderen Sachen auch bei uns im Koffer geladen haben. Aber ich habe das wieder gut gemacht, indem ich das Weinmagazin Fein, das einen Bericht über Tuckerlon, also Robert Mondavi, und auch die Fortsetzung bei Continuum, Tim Mondavi, ihnen geschickt habe, dass sie nicht kannten. Damit sie es auch auf ihrem Coffee-Table auslegen genau. können, wie alle anderen Berichte über ihn, die da lagen. So, was sagst du denn zu dem Wein? Ja, wir haben ihn dekantiert, was wir sonst eigentlich bisher selten gemacht haben. Wir haben uns Mühe gegeben. Er gewinnt sicherlich dadurch, aber ich meine nicht, dass er jetzt schon den Top-Geschmack erreicht hat. Wir müssen abwarten, vielleicht, wenn wir hier die Karaffe aufhaben und dann die Flasche am Boden kommen, dass er noch besser wird. Es ist aber sicherlich ein ausgesprochen guter Wein. Er ist nicht sonderlich knallig. Also Napa hat ja oft eine gewisse Süße oder auch eine fruchtige Wucht. Das ist das, was Parker liebt. Schwerere Weine, aber der ist ein bisschen femininer, würde ich sagen, ein bisschen feiner von der Struktur her. Sie haben auch darüber geredet, was sie alles an Anstrengungen unternehmen, ja. das Ausbauen in verschiedenen ja. Fässern, wie sie in die Entlaubung reingehen von den Weinstöcken, um einen ausgeglichenen Wein zu machen. Mhm. Das, selbst ich als jemand, der nur langsam sich in die Materie reinarbeitet, aber ich weiß jedes Mal ein bisschen mehr. Das ist verdammt richtig. Merkt man das. Also er ist würzig, er hat auch eine gewisse Schärfe, aber es ist alles immer so in einem Rahmen, wo es auf jeden Fall noch
gut ausbalanciert irgendwie, ne? So zwischen Säure und doch auch die typische Cabernet-Sauvignon-Süße. Es ist halt nicht so eine richtige Cuvée. Ich denke, ich weiß nicht, ich muss mal drauf gucken, bevor ich hier Scheiße erzähle. Ihr werdet euch noch darüber unterhalten, welche Rebsorten sind. Kannst du sehen, was da drin ist? Ob auch Merlot und Petit Verdot drin ist oder so? Also das klassische Bordeaux-Gemisch. Das steht hier nicht mit drauf. Hier steht nur drauf, dass du es nicht trinken sollst, wenn du schwanger bist. Ganz wichtig. Bin ich jetzt zufällig nicht. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal. Und du sollst keine schweren Geräte mehr damit bedienen. So Schaufelbagger oder Getreidehäcksler. Ihr hattet euch darüber unterhalten, dass sie größtenteils die klassische Cabernet Sauvignon Mischung haben mit irgendwie einer Abweichung. Ja, ich denke, ich weiß jetzt gar nicht, worauf du anspielst. Ich weiß auch nicht mehr, was war die Abweichung denn? Dass sie 4% Merlot haben von ihrer Bepflanzung oder 10, aber der Löwenanteil ist Cabernet Sauvignon. Das haben wir ja auch gesehen. Wir durften die Reben angucken und die standen also Mitte August oder wann war das? Der 22. August. Das war der Tag. Da war halt der Unterschied zwischen einzelnen Rebstöcken erkennbar. Die einen hatten mehr Trauben, die anderen hatten weniger Trauben. Einige waren schon durchgereift. Und andere waren noch nicht so weit. Und das liegt daran, dass viel Steine im Boden sind und dass die Wurzeln bei einer Weinrebe ist es so, dass die Wurzeln sehr, sehr tief in den Boden gehen können. Also an der Mosel, an den Steilhängen, ist es so, dass die Riesling-Wurzeln bis zu 15 Meter tief in den Boden gehen. Und im Napa Valley haben wir ja auch nicht jetzt so einen Flachbereich, sondern wir waren auf 530 Meter Meereshöhe und das geht schon steil da hoch. Das ist so, wie weit wird das von der Küste entfernt gewesen sein? 70, 80 Kilometer. Und da sind wir schon zack auf 500 Meter Höhe. Das ist halt schon nicht schlecht, ja. Und Blick. Da ist es auch ein bisschen kühl am Morgen. Da weht eine Brise. Unten in San Francisco in der Bucht, da ist jede Menge Nebel und Feuchtigkeit. Und Suppe. Und diese Weinstöcke, die leben vom Wechsel zwischen starker Sonneneinstrahlung und aber auch großer Feuchtigkeit, die dort vom Wind, vom Meer herangebracht wird. Was hat denn dich am meisten bei diesem Weingut fasziniert? Die Art und Weise, wie sie herangehen oder die quasi das aristokratische Auftreten? Da war eine Allee mit zwei Baumreihen und am Ende davon stand so ein Denkmal von Robert Mondavi, eine Büste, der durch diese Allee auf seine Weinstöcke guckt. Ja, und zwar eine Reihe von Olivenbäumen, die sie importiert haben, die aus dem Geburtsjahr ihres Familienpatriarchen stammen. Also natürlich ist es beeindruckend, wie unglaublich wohlhabend, sag ich jetzt einfach mal, diese Leute dort sind. Aber es ist auch beeindruckend, wie unglaublich sehr man dann in die Tiefe geht als Winzer. Und von wie viel Stellsträubchen es gibt, um einen guten Wein zu machen. Davon nicht nur, was man anpflanzt und wo man anpflanzt und wie man das Bewässerungssystem anlegt, wann man erntet, wie man mit den Trauben dann verfährt, worin man es ausbaut, wie man dann am Ende den Jahrgang zusammenstellt. Also wirklich schräg. Vor allen Dingen, dass sie haben auch immer wieder betont, dass sie auf den Wein nicht chemisch in irgendeiner Form nachbehandeln, um zum Beispiel den Zuckergehalt zu senken oder sonst irgendetwas, sondern dass sie alles versuchen, schon in der Traube beziehungsweise dann während der Reifung anzulegen, dafür zu sorgen, dass das alles am Ende, die chemische Mischung in diesem Getränk doch möglichst nah an der Perfektion ist. Und ich war absolut beeindruckt dann von dem Wein. Also ich habe noch nichts Besseres getrunken, aber ich bewege mich normalerweise auch nicht annähernd in diesem Preisbereich, um es vorsichtig zu sagen. Das ist halt auch ein Wein, der 2015er ist halt auch ein Wein, der, ich weiß jetzt nicht, was dafür genommen wird, aber mit Sicherheit 300, 400 Dollar die Flasche. Und das ist halt noch eine Stufe besser als das, was wir hier gerade trinken. Und was mich am allermeisten
geflasht hat, ist die Tatsache, dass man 2006 angefangen hat, dort auf diesem Grund Wein anzubauen. Und dass man jetzt noch weit entfernt davon ist, schwarze Zahlen zu schreiben, obwohl man diverse gute Jahrgänge hatte. Aber das ist ein Geschäft. Der Winzer muss da in solchen Lagen Jahrzehnte investieren, bevor er Geld verdient. Und um das Continuum Estate herum sind Legenden. Gegenüber, auf dem Hügel gegenüber, war Colgin. Und Colgin ist einer der 10 teuersten Napa-Weine, viel teurer als Continuum. Und die haben einen Output, die haben, weiß ich nicht, 500 Kisten oder so im Jahr. Das mal 12, ne, an Flaschen, da bist du bei 6.000 Flaschen, das ist nichts. Ne? Nicht wirklich. Das ist nicht viel. Und die anderen Kracher, allen voran Screaming Eagle, wo die Flasche knapp $3.000 kostet, die noch viel geringeren Output haben. Und jetzt haben sie auch noch einen Chardonnay, der nochmal $1.000 teurer ist. Und andere wie Abreu oder Harlan Estate vor allem, Stag's Leap, Schaefer Vineyards, das sind alles Top Ten Namen aus der Gegend. Und vom Fan des amerikanischen Weins hochgeschätzt. Das ist schon mal ein bisschen ein Ausflug hier wirklich in den Luxus. Ja. Zumindest für mich eine sehr ungewohnte Erfahrung, was das angeht. Für mich auch. Für mich war es die erste, der erste Besuch eines Weinguts, A, im Ausland und B, Rotwein. Vorher habe ich nur eigentlich aus der Pfalz oder so Winzer von der Mosel, aus der Pfalz gekannt und so. Und das spielt da alles auf einem deutlich zivileren Level. Ja, sieht halt immer so dieses typisch amerikanische, alles muss irgendwie ein bisschen größer, pompöser sein. Weil wenn man sich ja wirklich mal die deutschen Winzer anguckt, an der Mosel, am Rhein und sonst wo, das sind halt irgendwie immer alles kleine, urige Häuschen, Familienbetriebe, die dann da ihre Hänge haben und das alles noch alle wirklich ihr täglich Brot damit verdienen und wo keine Summen von 1,4 Milliarden für irgendein Grundstück aufgerufen werden, egal wie groß es ist. Das stimmt, ja. Der Scharzhofberg würde schon einen Haufen Geld bringen, wenn den einer kaufen wenn müsste. Wenn ihn jemand verkaufen würde. Ja. Es ist ja aber in den USA, denke ich, ist es auch viel, viel wirklich nobler Luxus-Lifestyle, was dazu gehört. Und die haben alle viel mehr Geld. Wir sind in einem Eldorado. Wir sind die Silicon Valley ist in der Nähe. Alles Mögliche ist in der Nähe, was viel Geld bringt. Und die Leute, die haben die Taschen voll davon. Und du merkst das, wenn selbst in einem normalen Restaurant, wir waren in einem wirklich sehr guten Steakhouse, ne, wo der Hamburger $30 kostet. Und die hatten aber eine Weinkarte, da habe ich aber mit den Ohren geschlackert. Du hast sie nicht mehr hergegeben. Ja, aber die Bedingung kam mir das, ich bin noch nicht fertig. Ich finde das halt einfach interessant dafür, dass ja da die Geschichte des Weins gar nicht so tief verankert ist wie bei uns. Das stimmt. Na, also. Das sind ja alles auch italienische und deutsche Namen, die man da immer wieder, über die man immer wieder stolpert. Ne? Und französische weniger, aber tatsächlich sehr, sehr viele deutsche Namen. Hier haben wir einen. Hombauer. Geht's deutscher? Ja. Das ist schon sehr deutsch. Ja. Krug, Schramsberg. Aber Krug ist französisch, ich darf da keinen Mist erzählen. Der andere Grund, weswegen wir vor allen Dingen in der Region waren, abgesehen davon, Napa Valley unsicher zu machen und Wein zu trinken, war San Francisco als das Zentrum des Lebensgefühls und der Musik der 60er und 70er. Und dazu passend haben wir einen Comic hier liegen, der spielt nicht in San Francisco oder in Napa Valley, aber er versucht, dieses Lebensgefühl auch wieder einzufangen und ist eine Mischung aus Roadmovie, aus Familienbewältigung und aus Musik. Und zwar ist das The Long and Winding Road von Pelle, ich glaube, er ist Franzose, aber ich weiß nicht, ob man in dem Fall dann Pelle Giraud sagt oder ob es sich dann noch irgendwie auf die Wurzeln seiner Familie beziehen würde mit Pelle Giraud und Christopher.
Und diesen Comic, auf den hast du mich gebracht, hast du mir in die Hand gedrückt und gesagt, den musst du lesen. Und ich bin dankbar auf jeden Fall dafür, dass du ihn mir gegeben hast und Nico ebenfalls, der ihn quasi verschlungen hat. Denn es ist erstens ein guter Comic und zweitens, er würde sich perfekt direkt für eine Verfilmung eignen. Absolut. Wie bist du darauf gestoßen? Der Publisher, der Eckhard Schott, Salek heißt sein Verlag, oder Salek Publications und der Verlag heißt Eckhard Schott Verlag. Das ist ein alter Freund von mir und wir tauschen uns immer aus über die Neuigkeiten, die er hat. Wir sehen uns zweimal im Jahr auf der Kölner Comicmesse und einmal in Essen auf der Spiel. Und von daher habe ich immer sehr, sehr viele Comics, gerade von ihm, weil ich auch Preisnachlass bekomme, weil wir uns schon so lange kennen. Ne? Und er macht halt auch schöne Sachen, oft im Hardcover. Und er ist ein Trüffelschwein, wenn es um gute Stoffe geht. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und ich bin natürlich als Rockfan sofort Beute von ihm, wenn er mich an was verkaufen will und wenn er mir was verkaufen will. Und ich habe den Titel gesehen, ist ein Stück von Beatles und die alten Vögel da. Ich hätte ja selber da mitfahren können. Es geht darum, die Hauptfigur ist Ulisse hier oben. Mann Mitte 40, der in einem Generation sehr normalen jünger, Leben steht. Eine Generation jünger als die anderen Freaks da. Und der nach dem Tod seines Vaters, dessen Testament in die Hand gedrückt bekommt, mehr oder weniger, und in dem steht, Sohnemann, nimm meine Asche und fahr mit ihr zur Isle of Wight und verstreue mich dort im Meer und fahr dabei bitte eine bestimmte Strecke ab. Und hier ist auch so ein bisschen wie ein Tagebuch meiner Zeit damals als junger Mann. Und er erfährt dann, er tut es tatsächlich, obwohl er sich erst dagegen wehrt. Eigentlich will er damit gar nichts zu tun haben. Er hat nämlich seinen Job und er hat seine Ehe mit einer Frau, mit der er gar nicht mehr redet. Und er hat seinen Sohn, mit dem er sich nicht so richtig versteht. Aber irgendwie kommt ihm das total in die Quere und jetzt muss er losfahren. Und er kriegt dafür einen alten VW-Bulli, der nur der Commodore genannt wird. Und der auch seine eigene Geschichte hat, um mit der Urne unter dem Arm aufzubrechen und diese Station des Lebens seines Vaters abzuklappern, wobei er feststellt, dass es unglaublich viel über seinen Vater gibt, das er vorher gar nicht wusste. Das heißt, es ist eine Geschichte, in der er das Leben seines Vaters neu entdeckt, indem er auch sich selbst neu entdeckt, indem er feststellt, was er eigentlich vom Leben will und indem er eine andere Zeit wieder entdeckt, denn er stößt ziemlich schnell auf, wie du sagtest, diese drei Vögel hier. Das sind die ehemaligen Mitglieder einer Band, in der sein Vater gespielt hat, ohne dass er es wusste. Und die waren auch bei der Beerdigung, deswegen fällt er ihnen auf. Und als sie hören, dass er die Asche seines Vaters zu Isle of Wight bringen will, sagen sie, oh Mann, das war damals so ein geiler Roadtrip, wir fahren jetzt auch mit. Und er wehrt sich mehr oder weniger schlicht und einfach nicht. Und dann hat er diese drei, vorsichtig gesagt, alten Säcke im Auto, die aber teilweise immer noch total, nieder mit dem Establishment, wir zahlen kein Geld für Kultur, reißt die Tore zu den Clubs ein und wir gehen doch nicht auf ein Festivalgelände und bezahlen Geld dafür und unsere Einkäufe auch nicht. Und mit denen fährt er dann durch Frankreich rüber nach England und Richtung Isle of Wight und klappert dabei einige Stationen ab. Und es ist eine Odyssee. Was ist das Wort? Es ist nicht nur, dass Ulysse, Odysseus, ja, darauf verweist, sondern seine Frau heißt sogar Penelope, die man nie sieht. Sondern dass es tatsächlich zwischendurch auch Anspielungen darauf gibt, wie dass er von einer Frau bezirzt wird, die reich mit unglaublich vielen exotischen Tieren irgendwo abgelegen wohnt und ihn da einfängt und aufhält. Zwischendurch müssen sie eine Gitarre von einem einäugigen Monster vom Mann stehlen. Und es ist klassisches Roadmovie, es ist eine Aneinanderreihung von bizarren und komischen und anrührenden und faszinierenden und teilweise auch zum Fremdschämen gedachten, ja, Situationen, und Mayri, die ihn ans Ziel führen. Was der Hammer ist, ich habe genau die Gitarre hier rumstehen. Du hast exakt diese Gitarre hier rumstehen. Es ist nicht ganz genau die gleiche, aber es ist das Modell, die hier behaupten, es sei die Moss Ride Ventures von Eric Brann von Iron Butterfly, und das stellt sich aber dann heraus, dass das nicht stimmt. Das kann gar nicht stimmen, weil jeder weiß, dass die in Dallas hängt, wie heißt die Kette? Rock. Im Hard Rock Café. Hard Rock Café. Die hängt im Hard Rock Café in Dallas. Aber witzigerweise
stolper ich über so eine Kleinigkeit, ne, dass ich eine baugleiche Gitarre hier rumstehen habe. Und dass du auch eine Menge von der Musik hörst und kennst. Ja. Und sofort im Kopf hast, wenn du das durchblätterst, denn es sind immer wieder zwischendurch kleine Überschriften für die einzelnen Episoden, die einen bestimmten Song ja. als das Titelthema Buch vorschlagen. Das Buch ist in 45 Kapitel aufgeteilt und jedes Kapitel ist ein Song. Es gibt hinten auch eine Setlist, die dann einmal zusammenfasst, was quasi dabei dann auf dieser ganzen Fahrt gehört wurde. Und eine Menge davon hast du ein bisschen von drüber gegangen. Jo, das ist gut, naja. Das kenne ich. Das haben wir gerade eben gehört. Es ist auch vieles dabei, was tatsächlich auf dem Isle of Wight Festival gespielt wurde. Von den 45 sind vielleicht 8 oder 10 tatsächlich da aufgetreten. Und es ist zunächst einmal, ich finde es wirklich sehr gut geschrieben in dem Sinne, und es ist auch noch gut übersetzt, was dann extrem hilfreich ist, in dem Sinne, als dass man sich vorstellen kann, dass es alle Leute, die darin vorkommen, existieren. Ob das die alten Säcke sind, die auf keinen Fall sich damit abfinden werden, dass die Zeit, das Lebensgefühl, mit dem sie aufgewachsen sind, vorbei ist. Es gibt aber durchaus, dass sie meckern, der Rock'n'Roll ist tot, oder gibt es einen Rückblick, wie sie in den 70ern sagen, der Rock'n'Roll ist tot, das sozusagen immer wieder verkünden, aber gleichzeitig auch nicht loslassen können. Man kennt solche Personen, die irgendwie in den 40ern angekommen sind und dann feststellen, dass sie eigentlich nicht das Leben gelebt haben, was sie sich vorgestellt haben. Ja. Man kennt den Effekt, dass wenn man jemand in der Familie verstorben ist, man dann auf einmal feststellt, dass die Person, die man dachte zu kennen, noch so viele Geheimnisse hatte und eigentlich jemand ganz anderes war oder dass das Leben von dieser Person so einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat und man gar nicht weiß, wie sie früher waren in ihrer Jugend. Es fängt unglaublich viel Lebensrealität ein, so bizarr zwischendurch die Situationen sind. Ja, und es ist auch ein Graphic Novel über Verlust, wie das bei vielen guten Sachen so ist, dass man nachzudenken beginnt, was man eigentlich verloren hat, nie erreicht hat, was man wollte. Und das ist halt der Stoff, aus dem gute Sachen sind. Speziell Roadmovies, die immer, dass man was zurücklässt und ja. dass es weitergeht und sich dabei selber findet, auch teilweise im wahrsten Sinne des Wortes hier. Was ich sehr schön finde, ist, dass es auch wieder Comic mit Farbe spielt. Der Zeichenstil ist relativ simpel, aber ich finde immer sehr gut getroffen. Also man erkennt jede dieser Personen sofort. Obwohl die Gesichter nur aus einer Handvoll einzelner Linien bestehen, ist immer genau eingefangen, wer ist das und wie ist die Stimmung gerade. Ja. Und gerade bei den alten Säcken finde ich das super. Also er hier immer mit seinem... Oben keine Haare mehr, ne? Aber Schnäuzer und was hinten noch dran hängt, ist lang. Solche Leute kenne ich. Und wenn das ist so, die normale Geschichte ist nur in Sepiatönen gehalten, also nur durch den Farbwert unterschieden. Selbst die Drogen- und Trip-Sequenzen, die da auch drin sind, die sind auch sehr gedeckt. Ne? Ja. Es ist keine Farbschachtel. Dann Erinnerungen, die Geschichten seines Vaters der Vergangenheit, wo er Stück für Stück erfährt, wie dessen Leben als Jugendlicher aussah, sind dann in anderen Tönen gehalten. Und einzelne wichtige Gegenstände fallen dann aus dem Farbschema raus. Das fängt an mit dem Commodore und mit der Urne des Vaters, die einen anderen Farbton haben. Und hier die Polster innen drin, also dieses Fahrzeug, ist ein Gegenstand, für den ein anderes Farbschema gilt. Und das wird dann immer wieder erweitert. Und zwischendurch sieht man dann Schallplatten, die hochgehalten werden, Poster, die an Wänden hängen und die im Endeffekt einfach nur reinkopiert, die Originalposter und Schallplatten sind. Und die sind dann auf einmal reale Gegenstände in diesem Comic. So als wären sie das die Eigentliche, was echt ist. Also es wird ganz klar in dem Comic dadurch, wie er arbeitet, wie gezeichnet ist, welche Farben passieren. Das ist ein schlechter Trip, da werden dann tatsächlich doch mal die Farben ausgepackt. Wird immer klar gemacht, welche Rolle der Gegenstand oder die Person auch in der Story hat. Ich mag das, wenn Comics sich der Tatsache absolut bewusst sind, dass sie ein visuelles, ein zu lesendes Medium sind und dann damit spielen, wie man darüber noch zusätzliche Informationen vermitteln kann. So, es ist also ein Comic, der sehr gut geschrieben ist, der es schafft, sehr viel Emotion zu transportieren. Die Charaktere sind nämlich eigentlich sollten sie ja teilweise nicht sympathisch sein. Manchmal denke ich, man ist das ein Arschloch über einige von denen. Aber am Ende mag man sie. So wie es im Leben ist. Ja, es sind halt wie echte Charaktere. Es ist der Zeichenstil
Wie immer ist das Geschmackssache. Ich denke, vielen wird er zu simpel sein und vielleicht ein bisschen zu flach, aber ich finde den wirklich sehr gut und sehr gut getroffen, um das zu transportieren. Und diese ganzen Spielereien sind einfach toll. Die Story ist gut. Ich habe mich sehr unterhalten und gleichzeitig angerührt gefühlt. Dieses schlaue Zwinkern damit, dass eben tatsächlich ein bisschen die Odyssee mit drin ist. Rundum gelungen, finde ich. Vielen Dank, dass du mir den näher gebracht hast. Ja, gern geschehen. Was soll ich dazu sagen? Ich versuche Sachen, die mich beeindrucken, auch zu teilen. Das macht keinen Spaß, wenn man das für sich allein behält. Das ist das Gleiche mit dem Wein. Tja, soll ich eine Wertung dafür vergeben? Oder ja, natürlich. Nein, du vergibst die. Du bist der Comic-Freak. Es mag vielleicht daran sein, dass ich jetzt auch einen sehr guten Wein hier trinke, aber für mich persönlich ist der Comic tatsächlich, das sind 9 von 10 Punkten. Der hat für mich auf jeder Ebene funktioniert. Und dann ist er auch noch in sich abgeschlossen, den kann man so dann hinterher in den Schrank stellen mit so einer leichten Wehmütigkeit. Und dann wird man ihn, denke ich, immer mal wieder hervorziehen, so alle paar Jahre, und wieder reinschauen und sich immer noch drüber freuen. Der hat halt mehr Nachhaltigkeit als viele Reihen, die einen so an einem vorbeifließen und vielleicht einfach dramatischer und flashier aussehen. Ja, das trifft's. Und gute Musik. Gute Musik. Es ist nicht alles Topspitze unter den 45 Stücken, die dort, da sind die Bee Gees drin, sowas würde ich nie empfehlen. Aber, naja, die haben die Altersmilde, die Leute, vielleicht die Verfasser dieses Comics auch. Und bei mir ist es auch nicht mehr so schlimm wie früher. Ich lasse viel mehr gelten als mit 20. Dann dürfen sogar die Bee Gees drin sein. Es gibt Leute, für die sind die Bee Gees besser als die Stones. Und wieder andere finden das noch ganz anders. Von daher. Bist du so ein Leut? Nein, ich bin kein Bee Gees-Leut. Aber ich bin auch kein Stones-Leut. Aber man kann auch lernen. Das ist korrekt. Geschmack verändert sich. Nee, die Bee Gees haben 2, 3 interessante Stücke. Ich finde, nicht von ihnen, aber in anderer Version von anderen Leuten. To Love Somebody, ganz okay. Oder am Anfang war das eine australische Beatband. Ne? Die kommen natürlich ursprünglich aus England, aber die sind schon früh nach Australien gezogen und die sind in Australien aufgewachsen, weil du neulich gesagt hast, das wusste ich nicht, dass die Bee Gees aus Australien sind. Bevor wir jetzt aber vollkommen nochmal das Thema ändern, würde ich sagen, beenden wir die Folge Wine and Paper an dieser Stelle. Ja. Genießen diesen Wein noch. Und fragen Fabian kurz, ob er ihm auch geschmeckt hat. Ja, also der hat wirklich auch nochmal die paar Minuten, die er jetzt mehr dekantiert ist, zugelegt. Ja. Selbst mein ungeübter Gaumen hat das gemerkt. Das ist so bei Rotwein, dass er, und die wird noch viel besser sein, wenn die zweite Hälfte kommt, weil die durch die leichte Oxidation ausgesetzt sein vom Sauerstoff, blüht der Wein auf geschmacksmäßig. Aber das enthalten wir euch vor. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.